Achso. Wir können doch nicht mal einen Mülleimer aufstellen. Nee. Ich wüsste nicht, wo ich jetzt hier eine Putzfrau anstellen sollte. Auf hoher See auch schwer zu finden, wenn vorher keine da war. Vermutlich, ja. Ich schätze mal, das müssen wir an Land machen. Nein, ich will natürlich nicht. So, wo willst du denn hin? Wir probieren es einfach mal weiter. Stairs. Natürlich, Stairs. Wo willst du hin? Stairs. Ja. Hätte mich jetzt auch gewundert, dass jemand mal woanders hin will. Ich dachte schon gerade, der Grüne bleibt einfach gleich auf den Stufen stehen. Alternativ, Ladies-WC. Jetzt gehen wir halt ihm ein bisschen hinterher. Oh, schön, guck mal. Geht jetzt ins Ladies-WC oder was? Nein. Richtung Stairs geht der jetzt. So. Warum Mensch, auch immer. Das ist ein vermüllter Gang da. Die haben keine Gesichter, das sind Aliens. Ich sag ja, das ist detailgetreu ohne Ende. Geh da rein. Was? Hä? Bleibst jetzt da stehen, ja? Gut. Mal schauen, wer länger kann. Weißt du? Verloren. Ach Gott, ich kann nicht. Das artet wirklich aus, oder? Schöne weiße Wand. Mach noch einen Apfel drauf und, ne? So, ich mach mal ein bisschen schneller, weil sonst kommen wir hier wirklich nicht zum Potte. Wo sind wir denn mittlerweile? Oh, fast schon die Hälfte. ja. Ist auf der Ebene von den Restaurants vielleicht mehr los und so? Meinst du? Nö, da ist gar nichts los. Okay. Einfach mal nüschte. Hier ist einer, den greife ich mir jetzt einfach mal. Okay, sieht jetzt wahrscheinlich etwas wild aus. Oh, guck mal, da sieht man mal das Zimmer von innen. Geht's nicht duschen? Geht's bitte nicht duschen? Nein. Überleg's dir nochmal. Raus. Denk dran, wir gucken. Was macht denn der? Okay, strange. Sehr strange. Ich würde sagen, wir suchen. Raus. Kann es sein, dass der schläft? Ja, warum dreht er sich dann eigentlich so? Okay, na gut, es ist 4 Uhr morgens. Wir waren vielleicht jetzt auch zu einer schlechten Zeit. Aber ich würde sagen, wir nehmen den nächsten, der jetzt mal aufsteht. Ja. Und verfolgen den mal. Also sobald er die Treppen und so. Da schläft schon wieder einer im Gang. Ich glaube, es sind 2. Wie jetzt? Wo jetzt? Da hinten? Da oben. Ja, da. Also Leute, also näher an den Kabinen als da geht doch nicht mehr. Die haben halt alle auch die Treppen weitesten weg gebucht. Ich glaube, die sind wirklich die gebuchten hier von den Kabinen. Naja, also. Ja, aber die werden ja wenigstens genutzt. Da pennen ja wenigstens 2-3 Leute mal. Läuft der eigentlich irgendwo hin? Was? Schwein. Hat er jetzt Müll hingeworfen, ja? So, sieht so aus. Es war gerade eben noch nicht da. Herrje. So, ey. Lass dich doch mal erwischen. Das ist als mich vermüllt, kann das sein? Oh, nicht wieder Richtung Treppen. Oh nö. Oh nö. Lass mich raten, natürlich. Du gehst ganz nach oben wieder, um dann wieder ganz oben zu entscheiden. Ah! Nee. Klar, das nimmt hier aber vermüllte Ausmaße an. Ja, ich bin mal gespannt. Er läuft wieder Richtung Treppen, wenn ich es richtig sehe. Alter, es ist wirklich ein Drecks. Also wir müssen mal beim nächsten Hafen wirklich mal gucken, ob wir Personal einstellen können oder. Lass mich raten. Du gehst nach oben, um dir dort einfallen zu lassen. Nä, nee, ist gar nicht so mein Ding. Oh! Oh, was? Nix gesagt. Ich glaube, die laufen. Ist jetzt nicht dein Ernst. Läuft nach unten, um dann wieder nach oben zu laufen, oder was? Um wieder runter zu laufen. Um dort dann wieder runter zu laufen, genau. Oh Mann. Ja, jetzt geht er gerade da rein, die Pfeife. Kann ich ihn da drinnen auch beobachten? Natürlich nicht. Nee. Gehst du hin? Weinbar. Zack. Nee. Hey. Ja, du hast das schönste Fleckchen raus. Kannst du die Kamera ein bisschen drehen, dass man vielleicht ein bisschen mehr sieht? Nope. Er guckt ja nicht, ich. Wir sind ja quasi nur... Er will ja an die Wand gucken. Deinen Kopf. Er will ja an die Wand gucken, nicht ich. Stairs, ja klar. Wo willst du hin, Vogel?
Nach oben. Naja. Na, warte, 2 Sekunden. 1, 2. Tschüss. Ja, und das macht er ja auch nochmal. Das ist, glaube ich, der gleiche, der vorher die Weinbar runter ist, ja. Dann, ne, kurz oben war, dann wieder runter, dann nochmal hoch. Und dann in die Weinbar ist. Also oben, das spricht sie noch nicht so richtig an. Ne, obwohl das eigentlich der hübsch designteste Bereich auf ganzen... Man sieht aber auch, also ganz ehrlich, ja, folgt dem Müll und du weißt exakt, wie die laufen. Ja, ich stelle mal das Solarium noch kurz mal auf 4. Was auch immer das gebracht hat jetzt. Genau. Okay, wir sind schon angekommen, das gibt's ja gar nicht. $28 was lost, the leg you... Ja, super, da geht es auch ein bisschen... Was? Gut. Was ist das? Irgendwie $28 haben wir verloren. Wo auch immer. So, haben wir gewettet oder was? Ich frage mich gerade, wie wir Leute einstellen kann. Weil Kapitän haben wir nie eingestellt, aber das Ding fährt. Das ist Autopilot. Ability Level. Das hier, das ist Train, aber wir haben doch... Ich habe jetzt einfach mal einen Entertainment Manager ausgebildet. Ob wir einen haben oder nicht, sei mal dahingestellt. Ja, wir müssen doch... Kannst du ihn nicht kaufen da irgendwie auf einen dieser Buttons oben, links, rechts mit dich? Ja, das ist nur Training. Was sind das für Button rechts da noch? Da rechts daneben, rechts neben diesen Stern? Also nicht dem Stern, aber unten. Da rechts daneben, kannst du da irgendwo drauf klicken? Nee. Kann auch nicht an den Pfeil anklicken, ich kann gar nichts anklicken. Kannst du den Müll anklicken? Können wir ihn einzeln wegräumen? Ich fürchte nein, aber wir können es probieren. Ich gehe einfach mal in den Baumodus, was soll passieren, beziehungsweise in den Löschmodus? Nee. Mhm. Ja, das könnte ich löschen, das aber nicht. Okay. Nee. So, wie kriegen wir den Müll jetzt vom Schiff runter? Das ist eine sehr gute Frage. Ja, ihr seht schon, wir sind da voll die Pros hier. Aber sowas von. Ein Spiel, das, also wenn euch mal langweilig ist und ihr wirklich gar nicht mehr wisst, was ihr machen sollt, dieses Spiel. Da kann man sinnlos Zeit verschwenden. Klingt jetzt hart, aber ihr seht's ja selbst. Wenn ich da einfach Mülleimer drüber baue, das würde gehen. Da ist aber der Mülldruck trotzdem noch unten drunter durch. Manage, da muss man einfach, doch... einfach über den ganzen Müll immer was drüber bauen. Man muss doch da irgendwo... Ja, genau. Man muss doch da irgendwo managen können, wie man hier, oder? Das hier ist übrigens Werbung, die man machen kann. Das sollte man vielleicht früher oder später auch mal noch machen. Aber es wäre schön, vorher rauszufinden, wo man das... Weil Manage klingt für mich schon so nach... da kann man was einstellen. Das funktioniert hier aber nur bedingt. Weil das einzige, wo man was mit Personal sieht, ist hier, aber da kann man wie gesagt nichts anklicken. Kannst du dann auch keine Entertainment Manager? Der Stern heißt, wir haben einen, oder es ist jetzt, oder was heißt, oder ich habe dieses Training gemacht. Train. Aber Train heißt ja, dann train doch mal ein paar von den Service-Heinis da. Hier, train doch mal Service Manager und Housekeepers. Zumindest den Chief Housekeeper. Ja. Was anderes können wir hier? Wir haben ja nur die Führungskräfte, den Rest können wir ja nicht mal mehr einsehen. Naja. Okay. Sollen wir gleich wieder ablegen? Oder willst du irgendwie noch was beim Bauen? Naja, unser Geld ist im Moment gerade eher ab.
63. Oh. Mhm. Wofür haben wir denn jetzt so viel Geld ausgegeben? Wahrscheinlich wieder aufgetankt. Aus Jesus. Laufende Kosten, Strom und so weiter geht ja auch weg. Und dann sollten wir zumindest mal vielleicht mal eine kleine Werbungsschalter machen, dass wir im nächsten Hafen auch mal was verdienen. Ja, hier war das. Billboard oder Mail? Mail. Okay. Und dann würde ich sagen, leg mal ab, oder? Sollen wir den nächsten Hafen gleich mal noch planen? Hier die Ojorios. Ojorios, was hat man denn noch nicht? Ja, wir hatten noch nicht das Essen, wo wir für die letzte geplant hatten. Oder was trinken. Das dürfen alle mal was trinken, ja. Einmal kurz. Einmal ganz kurz, nur nippen. Sollen wir trinken nehmen? Ja. So. Aber irgendwie, guck nochmal, ob da nicht noch irgendwo Personal. Das kann doch nicht sein. Das Schiff ist halb vermüllt. Ja. Wie gesagt, das ist die einzige Möglichkeit, die wir hier haben. Und da ist nichts. Was gibt's denn da sonst noch? Was ist denn das zum Beispiel da? Da ist doch so ein Service Manager in der Mitte da. Wo? Schöne SMS. Dann hat er so einen Kellner da mit so auf der Rot und da läuft ein Mensch und der hält ein Tablet hoch. In der Mitte von, genau in der Mitte. Mitte, hoch, hoch, hoch. Mitte, runter. Ach, der hier. Links, ja. Ja, das ist eine Angabe. Aber wirklich anzeigen tut der auch nicht viel. Also. Das kannst du auch nicht. Aber da. Ich kann da leider nicht draufklicken. Das ist nur hier so eine Ding, die sich eben füllt oder auch nicht. So eine Statistik oder was? Ja. Was kannst du da oben noch an. Na, wir können hier zwischen Total, was auch immer Total heißt, Visits, also die Besuche, so viel komme ich noch klar. Mhm. Complaints, wo vorher irgendwie auch 10 angezeigt waren, aber irgendwie stehen hier keine. Customer Satisfaction, gut, die ist wahrscheinlich so wie angezeigt. Und die Kosten. Kosten, da sind wir aber hier schon relativ. Das ist auch Entertainment. Entertainment, okay, ich dachte, das war jetzt irgendwie. Glaub, was ist denn das da ganz unten? Was ist das? Services. Ja, die ist noch relativ. Schlecht. Und wenn du auf diese Kapitänsmütze klickst, was kommt da? Die Schifffahrtskapitänsmütze. Ja. Links, ja. Das ist wieder das, was wir schon kennen. Und was ist das da unter? Sogar Crew, das heißt sogar auch mal so. Kannst du da irgendwas anwählen? Ist das da unsere Crew oder sind das die Passagiere? Das sind die Passagiere. Ah, Passengers, okay. Aber wie gesagt, das hier ist Crew. Das ist das Einzige, was irgendwie in Richtung Crew geht. In Richtung Crew, was. Oh, das Geldding, was passiert da? Finanz, ja. Finanzen. Ist das mit den aktuelles Guthaben, Schiffswert und insgesamt das Einkommen von den hier von den Tickets. Die Service Income ist bei 220, way. Und die Exkursion ist bei 420 das Einkommen. Okay, und was ist, wenn du das Schiff hier anklickst? Das Schiff hier? Nee, links. Ja, das ist das, was wir gerade hatten, diese Statistik mit. Okay, und was sind diese Handtaschen? Da. Rotaschen. Handtaschen? Das da. Ja. Das ist die Übersicht von den Dingern. Was ist das da unter? Der Bildmodus. Und oben drüber sind die Optionen. Also wirklich viel Möglichkeiten haben wir gar nicht. Also. Was ist, wenn du da unten mal dieses Info-Ding drückst? 10 Passengers embarked, set sail to Cozumel. $74 was lost, this leg due the damage of petty thieves. Also wir hatten, ist das petty in dem Fall der Burger? Aber schreiben wir das nicht mit A? Naja. Und diese Fertigdinger, ja. Ja.